Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen gruseligen Folge Resident Evil 7 Biohazard. Yo, wir sind dabei, hier das Video einzulegen. Noch ist hier nichts Spektakuläres passiert, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Schauen wir mal rein. Und ab dafür. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ich kann dir gar nicht viel labern. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Wir steuern jetzt hier gerade den Kameramann, genau wie im Teaser. Es ist auch, glaube ich, der Teaser. Ich hoffe, wir werden so ein bisschen was anderes erleben. Sonst haben wir hier ein Flashback. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen? Jetzt nicht mehr. Nach dir? Warum? Genau der Weg, den wir gekommen sind. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Zopft euch nicht. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Mach ich. Mach ich, einen Augenblick. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, ey, Kumpel, wo gehst du hin? Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Immer noch derselbe Müll da drin. Andre! Oh, ist hier? Andre! Geister im Bajou. Weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Alright, wo ist er hin, der Typ? Hier ist er nicht. Was war das denn? Hast du es gehört? Komm, geh rein. Ich hab Angst. Andre! Wo zum Teufel ist der? Ganz schön gruselig hier die Sache. Andre? Kumpel? Andre, wo bist du, Mann? Tja, die Sicherung ist immer noch nicht da. Was heißt immer noch nicht? Das spielt ja im Vorfeld. Also, da war sie schon weg, besser gesagt. Was zur Hölle? Okay, der Hinweis auf den geheimen Schalter. Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Da bin ich voll und ganz bei dir, mein Freund.
Komm, geh durch. Schnell hinterher. Nichts zum Mitnehmen. Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Genau, also, Kumpel. Du zuerst. Na, dann gehe ich mal. Was siehst du? Was ist? Unseren Kumpel. Und der steht in der Blutlache. Auf Zehenspitzen. Würdest du runterkommen, Kumpel? Ich hab ein bisschen Angst. Gehen wir es an. Ja, du sagst es. Das war wirklich der Teaser. Dann hier an unseren Hebel. Und hier durch. Alright. Eine Menge Kakerlaken und Müll. Ey, ernsthaft, ich würde doch da nicht runtergehen. Wir müssen aber. Verdammt. Ist hier irgendetwas, was mich anfallen kann? No way. Der Rückweg ist abgeschnitten. Shit. Wir machen ganz schön Krach. Na prima. Jetzt müssen wir noch schwimmen. Ganz vorsichtig drücken wir uns hier durch. Jetzt zieht euch doch mal rein, ihr seid in seiner Haut. Alter, leck mich am Arsch. Meine Buchse wäre so voll. Steht da einer? Da rechts sind das Beine? Nee. Irgendwas anderes. Oi! Okay, Kumpel. Bist du der Kameramann? Lecker Maden überall. Können wir irgendwas von dem mitnehmen? Eine Waffe vielleicht? No way. What the fuck? Ob das die vermissten Personen sind? Ich gehe davon aus. Eine Zelle. Da haben wir ein Foto gesehen, oder? What, what, what?
Wir sind in einem Drogenlabor. Da ist der Beweis. Zieht's euch rein. Eine Gittertür mit Licht. Und da ist ein Fleischerhaken. Nee, genau. Komm, den nehmen wir mit. Shit, kann ich nicht. Ich will da gar nicht rein. Oh, was ist das? Ben, tot? Harold, gewandelt. Peter? Andre? Alright, das waren doch die Kameramänner oder das Kamerateam, was wir gerade gesehen haben. Oh, auf der anderen Seite ist auch noch was. Mia, da ist gar nichts hinter. Okay, gewandelt und tot. Was für eine Scheiße läuft hier? Oh, dich nehmen wir mit. Können wir wenigstens zuhauen. Okay, zwei Plätze. Da können wir weiter oder hier in die Tür. Mia? Ach du Scheiße. Ach, da ist sie doch nicht. Kann die nicht sein. Dann benutzen wir mal das kleine Ding hier. Schwoing. Mia? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Was zur Hölle? Meinst du Jack? Den Hausbesitzer? Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Okay, 3 Jahre verschwunden. Ich fasse mal zusammen. Wenn sie uns die Nachricht nicht geschickt hat, wer dann? Oh, Moment mal. Oh, hallo. Gut, Spaß beiseite. Aber was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Boah, ich bin gerade so fasziniert, wie der Charakter dargestellt wird. Das sieht mega geil aus. Was ist hier schon wieder? Mia, du machst mir ein wenig Angst, wenn du hier panisch rumatmest. Was ist das hier? Ein Schlachthaus oder was? Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ach, mach doch keinen Scheiß. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Oh, fuck. Das gut geht. Obwohl, ist nur kurz ins Regal. Da kann nicht viel passieren, hoffe ich mal. Ey, lauf nicht weg, warte. Bist du wahnsinnig, Alte? Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Okay.
Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja, bleib ganz ruhig. Wir kommen hier schon raus. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Was? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wir werden eine Familie sein, wo ich jetzt da bin? Ich denke, wir wollen hier raus, Alte. Geht's dir gut? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Wir müssen den Helden markieren. Ist klar. Was ist das? E-001? Okay. Eine alte Frau. E-001. Hier ist schon mal keine Tür. Eine Puppe. Könnte Mia sein. Los, die Puppe weg! Verdammte Scheiße, was passiert? Mia? Danke! Oh, hier ist ein Durchgang. E-001. Mia. Ach du Scheiße. Mann, Leute. Mia, komm her. Irgendwie eine Treppe hoch. Zugegeben, das war spooky. Nichts drin. Sollen wir Hilfe rufen? Ist doch eh tot, oder? Ja. Fuck. Boah, das mit dem Regen, das hört sich so genial an. Wow. Karte des Gästehauses. Da bin ich erstmal Fan von. Ihr wisst ja mittlerweile, wie sehr ich Karten liebe. Badezimmer. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn wir eine Waffe hätten oder sowas. Zu. Scheiße. Tja, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen ins Badezimmer. Erste Hilfe. Yes! Was war das? Was war das? Oh, nochmal erste Hilfe. Ey, hallo? Oh mein Gott, Freunde. Alright, alright, alright. Ich trau mich nicht. Was müssen wir machen? Die Geräusche untersuchen. Natürlich. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Dann gehen wir den Geräuschen auf den Grund. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Es wird nichts Gutes sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich.
und bin raus.